Willkommen bei Underdog Games. Bei mir auf diesem Kanal geht es um Automations-, Survival- und Open-World-Spiele. Tipps und Tricks, Guides, Let's Plays und so weiter. Wenn dir das Video gefällt, lass mir bitte ein Like da. Und wenn du mehr von meinen Videos sehen möchtest, gerne auch ein Abo. Ja, und wir spielen Stranded: Alien Dawn. Das Spiel, das im Jahr 2022, das Early Access, bei mir absolut nichts erbracht hat. Keiner hat zugeguckt, keiner hat da was dazu geschrieben, keiner hat Interesse gehabt. Ist jetzt im Jahr 2023, als es released ist, scheinbar voll der Mega-Klatscher geworden. Es spielt sich wesentlich besser wie im letzten Jahr. Das ist natürlich gut, wenn sich ein Early Access-Titel bei der Full-Release-Version so gut entfaltet, entpuppt, verbessert. Und wir haben heute ein paar Dinge zu klären und wollen mal hier schauen. Zuerst würde ich sagen, schneiden wir ein paar Bäume ab. So. Diese vier bitte abschneiden. Wir brauchen nämlich A, brauchen wir Holz und B, stören nämlich schon die ganze Zeit. Ja, fangen wir mit den kleinen Dingen an. Oliver, also ich weiß nicht, wie groß du bist, Oliver, ne? Klar, Oliver R. hat geschrieben. Moment, ich muss erstmal hier jetzt gucken, dass ich mich hier mal sichtbar mache. Hi. So, jetzt haben wir mich auch drauf. Der Oliver hat geschrieben, dass dieser Knopf hier oben wohl für die Anzeige ist vom Lager. Ich habe das zwar gelesen, aber Lager von Lagern in der Nähe verfügbar. Also, ja, tatsächlich, das ist die Anzeige. Und das ist super geil, danke für den Tipp, weil ich habe mich echt überlegt, was kann dieser Knopf? Und habe es nicht gefunden, dass ich nicht gesehen habe, was hier los ist. Also, dieser Button ist gelöst, wir lassen ihn an, denn ich will wissen, wie viel Holz ich da habe. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, da oben sieht man es gesamt. Ich lasse es trotzdem mal an. So, als nächstes, der Helmut hat geschrieben, Helmut ist ja mega aktiv hier bei uns, bei mir. Bei uns auf dem Kanal und bei mir. der Winter naht. Das ist schon ein geschützter Begriff. Ich bin mir überlegen, ob das so ist oder nicht. Also, der Winter naht, er hat recht. Es kommt zwar jetzt erstmal der Sommer. Also, lieber Helmut, es fängt an. Frühling, Sommer, Herbst und dann kommt der Winter. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich werde Vorsorge betreiben, dass wir im Winter was zu essen haben. Ich habe natürlich vor, hier Felder anzubauen. Dass wir richtig viele Felder anbauen und dass wir auch viele Tiere jagen, erschießen. Von mir ist auch totknüppeln, ist mir egal. Und dann essen. Beziehungsweise einfrieren. Vielleicht geht es. Im Winter ist es kalt, vielleicht kann ich es dann rauslegen. Oder so überdacht hier so, also trocken, draußen hinlegen. Müsste ja auch wie eingefroren sein. Mal gucken, ob das geht. Oder wir erforschen einfach einen Kühlschrank. Ja, Thema Erforschung. Wir gucken uns jetzt mal die Erforschung an. Die Forschung. Und sehen mal, was hier so los ist. Die Befestigung aus Holz, das ist okay für mich, das ist eine Verteidigung, die ist bei 58%. Ich denke, das ist gut. Man könnte jetzt mal probieren, was passiert, wenn ich das abbreche, ob es dann von vorne anfängt. Wobei das einen Tag dauert, das machen wir bei einer Sache, die weniger braucht. Aber wir gucken mal weiter. Also, Thema Kühlschränke und sowas, also Kühlschränke lang haltbar machen, lalala. Wird ja wohl bei Strom sein. Stromnetze. Stromnetze sind nicht so schwierig herzustellen und zu warten. Natürlich brauchen wir zunächst einmal eine Stromquelle. Warum bauen wir nicht eine Stromzelle und beziehen daraus Strom? Und dann verbinden wir das Ganze mit Strommasten. Mit Strom können wir Heizungen, Lampen und Herde benutzen. Der Herd ist elektrisch, oder was? Was zur Hölle? Mach mal das Dach weg. Rezepte auffüllen mit Treibstoff. Nee, wir können es auch so. Okay, also wir können dann Herde so benutzen, aber nein, wir müssen, der geht auch mit Stöckchen, ne? Puh, jetzt habe ich mich mal eben kurz angestellt. So, okay, Solarkollektoren. Man lege die richtigen organischen Verbindungen unter eine transparente Oberfläche, befestige daran Kabel und erfreue sich am magischen Fluss von Elektrizität. Einziger Nachteil, Sonnenkollektoren funktionieren nicht in der Nacht. Ist eigentlich klar, ist gut, macht mir Spaß. Windräder, basierend auf einem simplen Prinzip, anstatt Strom zur Winderzeugung zu nutzen, nutzen sie Wind zur Stromerzeugung. Ja, wir müssen mal einen elektrischen Ventilator entwickeln und dann genau das Gegenteil bauen. Okay, Generatoren, Diesel, heutzutage, weiß ich, es ist übrigens wahr, ne? Das ist tatsächlich so. Wenn ein Elektromotor sich dreht, durch Strom angetrieben ist, wenn man ihn dann umdreht, also in die andere Richtung, und der technisch ziemlich einfach gebaut wäre oder ziemlich einfach aufgebaut ist, dann würde er Strom erzeugen. Natürlich sind da Schaltungen drin auf Platinen und so weiter, die das verhindern, aber der Elektromotor würde, wenn man ihn mechanisch dreht, dann hinten Strom rausgeben. Gut. Wie viel ist eine andere Sache und wie effizient. Aber egal.
Dann geht's weiter mit Generatoren für Diesel. Okay. Gestellhydrokultur. Für den Bau eines Hydrokulturgestells benötigt man Grundmaterialien wie Metallbalken, Pflanzenlampen anstelle von Pflanzenlampen anstelle von Wasser werden jedoch Erde. Okay, das ist jetzt nicht krasser Scheiß. Nahrung verrottet irgendwann. Nahrung in Kühlschränken verrottet langsamer. Demnach Kühlschränke. Gut, das ist das, was ich meine. Und Gefrierschränke hier auch. Jo, also alles klar. Und schaltet frei. Da unten elektronisches Gerät. Kühlschränke erforschen. Also ey Leute, wir haben richtig massiv Material hier drin. Und was ich auch gesehen habe, und jetzt ehrlich, das ist jetzt, ich will nichts hypen. Ich habe mir die Webseite nochmal angeschaut hier vom Spiel und habe gesehen, es gibt ja am Anfang, wo man auswählen kann, was man spielen möchte. Welches Kapitel, wie heißt denn das? Helf mir einer. Welches Szenario? Und da gibt es Szenarios mit Militäreinsätzen, wo man eine Basis bauen muss, wo es heißt, okay, du stürzt nicht ab, bist der Arme, sondern du hast den Job, hier zu landen und musst eine Militärbasis aufbauen in einer gewissen Zeit. Die muss dies und das Ananas können. Die muss, also, es gibt richtige Szenarien, die richtig gut grafisch dargestellt sind, mit Robotern, mit laufenden Walkern, die da rumlaufen und dementsprechend da hier richtig auf die Kacke hauen. Also, das heißt, wir machen einfach mal schnellstens weiter und gucken mal, was hier los ist, warum der Scheiß nicht hergebracht wird und warum hier auch der Schrank nicht fertig gebaut wird. Also es ist irgendwie alles hier so ein bisschen eingeschlafen. Der bewegt den Holzstuhl. Jetzt wird mal was hier gemacht. Okay, jawohl, das finde ich gut. Transportieren wir den Stuhl da rein und den stellst du bitte genau an die Stelle. Super. Der nächste, auch den Stuhl. Oh, hat repariert die Zielscheibe, auch gut. So, Stuhl, jawohl, rübertragen, sehr gut. Jetzt gucken wir natürlich nicht zu, wie die alle Stühle da reintragen, sondern wir machen natürlich was Eigenes. Wir brauchen, was brauchen wir? Wir brauchen mal ein bisschen was zu essen. Nein, eigentlich brauchen wir die Erforschung. Und zwar müssen wir bei der Erforschung jetzt sagen, wir wollen Richtung Strom gehen. Also, Stromnetze aktivieren wir. Das mit dem Schlafen mit den 5 Tagen, das ist echt übel. Also, wenn wir es aktivieren, wenn wir es geforscht haben, dann würden wir weniger schlafen. Ich habe es mal ausgesprochen, wie es ist, aber es dauert 5 Tage, bis es fertig ist. Die Forscher hier, gucken wir doch mal, Aktivitäten, schneiden, studieren, eine neue Spezies, nein, das ist nicht erforschen, hier. Da müssen wir auf jeden Fall weiter, wir müssen hier weiter forschen, das ist wichtig, Leute. Der hier hat Intelligenz 3, hat er gelevelt? Hat er gelevelt? Krass! Der hat gelevelt. Der hat der Intelligenz gelevelt. Okay. Und der hier auch 1. Also die zwei, die Laila und die hat doch ihren Namen geändert, oder? Das war doch mal ein J gewesen vorne. Leute, habe ich gesoffen? Ich habe doch immer Probleme gehabt mit ihrem Namen. Ich konnte den Namen nicht aussprechen. Und habe ich gesagt, es tut mir leid, ich kann es nicht. Und jetzt, ich sehe hier, die heißt Laila. Klar, mir wurde es auch geschrieben, dass sie Laila heißt, dass sie Laila nennen soll. Aber ich schwöre euch, da stand die ganze Zeit was mit J vorne dran. Jaila mit J. Egal. Also die zwei sollen bitte forschen. Und Forschung ist wichtig, dass es hier weitergeht. So, jetzt habe ich euch genug erzählt. Der ist untätig. Mein Freund, du gehst was jagen. Wir gehen mal was angucken. Vielleicht hier mal so ein Tier. So, studier das mal. Oder nee. Das wird studiert und das wird nach Hause gebracht. Das ist noch 23 von der Haltbarkeit. Wenn wir das abernten und nach Hause bringen, ist das vielleicht wieder 100%. Das bedeutet natürlich, wenn die hier den Berg runterpurzeln, die laufen hier um, tot. Und dann haben wir natürlich, Okay, ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt gucken wir nochmal hier rein beim Verwalten. Und zwar Aktivitäten, wenn wir hier sagen, zum Beispiel jetzt hier erforschen, ist klar. Und hier studieren. Ja klar, wenn ich das Erforschen so aufs Maximum stelle, dann wird es natürlich schwierig, denn das ist alles so wichtig, gell? Scheiße. Ja, weil dann sind sie natürlich die ganze Zeit in der Forschung festgeklemmt und dann gehen sie nicht raus und gucken sich die anderen Tiere an. Ja. Gut, der Connor schläft mal wieder. Warum schläft der? Er ist müde. Aber dem geht es eigentlich ganz gut, ne? Ja. So. Also, schlachtet großes, gehörntes Tier. Wem geht jetzt dem Tier noch? Noch 15, das ist in Ordnung, das kriegen wir hin. Das Haus ist mittlerweile fertig, ist eingerichtet. Wir richten jetzt mal hier die Betten ein. Besitzer zuweisen, die haben schon eins zugewiesen. Das ist ein Jack. Dann ist das hier meine absoluten Leistungsträgerin.
Wo ist sie denn jetzt? Wo ist Intelligenz 2? Intelligenz 1. Also es ist hier. Da steht's doch mit J. Schaut mal dahin. Hier steht J-A-Y-L-A. Habt ihr es gesehen? Und das ist für mich nicht Laila. Da steht's. Ich bin halt bescheuert gewesen. Wenn ich jetzt aber rausgehe und gucke hier mal in die Liste rein. Ey. Habe ich jetzt was an der Ampel oder die? Die hieß doch noch eben gerade Laila. Ich gucke mir das nachher an. Und ich bin gespannt, wann sich der Name geändert hat. Kann doch nicht sein. Da war doch genauso ein L. Egal, sie heißt trotzdem Laila. Das ist jetzt die Laila. So, die wohnt jetzt da. Also ich habe jetzt langsam einen Schuss, glaube ich. Jetzt kriege ich langsam eine Krise. So. Das wird ihr. Ja, okay. Jack. Laila. Dann hier den Hasenkasten. Die Lara. Und das hier ist der Connor. So. Das bedeutet ja, die müssten jetzt eigentlich viel zufriedener sein. Hier kommen jetzt übrigens Dinge rein wie rohes Essen und gekochte Mahlzeiten. Wir wollen hier unser Essen drin lagern. Und das hier ist unser anderes Essen, das brechen wir komplett ab. Das wird leer gemacht. Tschüss, leer lassen. Das heißt, die müssen es leer räumen und räumen das jetzt alles da rein. Finde ich gut. Und ansonsten haben wir das jetzt hier? Jetzt gebe ich dem Ofen hier mal die Aufgabe. Du Ofen, also du Herd, ist ja kein Ofen, ist ein Herd. Schnelle Rezepte backen, kochen, Fleischsuppe. Immer bis. Oh, immer drei Anlage haben. Na, zwei Anlage reicht auch. Hier haben wir viele Vegetarier dabei. So, okay, geht schlafen. Ein kleines Schlafzimmer hat sie eben erfreut. Sie hat drei Dingsbums gekriegt dafür. Sie freut sich darüber. Drei Punkte. Und er, was ist mit ihm? Kleines Schlafzimmer. Auch 3 plus. Gut. Du stehst hier noch rum. Laila, was ist los? Was ist dein Problem? Ich lese immer Leiche. Schmerzen, Leiche. Also, das ist eine Leiche. Nein, leichte Kopfschmerzen oder was? Wegen der Blitzverletzung. Okay. Am besten gehst du mal schlafen. Wie wäre das? Ja. Außerdem habe ich festgestellt, wir haben ja das letzte Mal, als hier dem Connor es nicht so gut ging, oder dem Jack, haben wir ihm freigegeben. Das ändern wir jetzt wieder. Du arbeitest bitte wieder. Und zwar legst du mal ein Stündchen, hängst du mal dran. So. Und die Alleszeit machen wir mal hier auch für alle. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich die Alleszeit nicht so gut finde. Manche Dinge ändern sich auch, deshalb mal gucken. So, das reißen wir ab, die Feuerstelle. Wir haben jetzt da drin einen schönen Herd, wo gekocht werden kann. Können wir das ganze Essen da im Haus lassen. Und finde ich besser. So. Ja, das kann was werden. Dieser Run, der kann was werden. Was war das? Ah, das ist Vögelchen wieder. Reißt das Lagerfeuer ab. Okay. Gut. So, jetzt ist eigentlich die Forschung unser Hauptthema. Und ich sage euch was. Nehmt auf keinen Fall dumme Leute mit. Das ist mein Problem. Ich habe hier echt am Anfang ja ein bisschen so vom Aussuchen her so ein bisschen gefuscht. Und das Problem ist, ich habe halt eben jetzt da ziemlich nicht so intelligente Menschen dabei. Und diese Unintelligenz, die tritt halt in den Arsch. Gut. Ansonsten, ja, da wird noch transportiert. Die holen das Essen rein. Wird doch nicht geklaut. Oh, wie sind denn die jetzt hier? Hallo? Durchschnittliches Wachstum, Temperatur. Fehlschlag beim Ernten. Ernte 0, 40%. Achso, dass 0 geerntet werden kann, okay. 5. Okay. Durchschnittliches Wachstum. Erntewachstum 100%. Also das Ding ist ausgewachsen. Wir können die ernten. Ach, sie erntet schon. Oh, das ist jetzt ein Zufall, ne? Ganz automatisch. Erforscht Befestigung aus Holz. Wir gucken mal nach.
Die alten Römer wussten, wie es geht. Holzstangen spitzen, das haben wir schon gelesen, letztes Mal, und im Boden eingraben. Solche Holzbefestigungen bieten einen besseren Schutz als Zäune oder Mauern. Außerdem dienen Holztürme als erhöhte Schussplattformen für eingezogene Überlebende. Wir müssen uns nur noch herausfinden, wie die Römer sie angefertigt haben. Okay, alles klar. Das heißt, die kriegen hier unten natürlich jetzt immer weitere Dinge dazu. Hier wie die Verteidigung. Fleischköder. Nicht Köter, entschuldige, sondern Köder, wollte ich natürlich sagen. Hab mich versprochen. Ein kleiner Ständer mit verrottetem Fleisch, der feinzige Tiere... Oh, da können wir böse Tiere anlocken, okay. Eine einfache, durch Druck aktivierte Falle muss nach jedem Auslöser scharf gemacht werden, betäubt und verlangsamt Angreifer und verursacht leichten Schaden. Zaun. Okay. Aggressive Tiere. 11 Stück. Und ein dicker Käfer ist auch dabei. Okay, wo sind wir denn hier zu Hause? Die sind im Wald. Gut, das betrifft uns jetzt nicht so sehr. Gerade wo die Verteidigung haben, kommen ausgerechnet die Tiere, gell? Ist ja auch krass. So, dann schauen wir mal weiter. Und der Holzturm. Erhöhte Schussplattform. Hölzern. Ja, stellen wir mal so hier hin, würde ich sagen. So hier neben das Haus. So, dass man auch da vorbeischießen kann. Das ist gut. So. Jack hat Intelligenz 4 erreicht. Also wir können die Intelligenz auch leveln. Das heißt, es wird mit der Zeit schneller werden. Und das ist natürlich total wichtig. Finde ich echt wichtig. Sonst, wenn wir doofe Leute unterwegs haben, dann wäre das ist sofort zu Ende, die Geschichte. Ja. Ja. Okay. So. Ich war gerade mal in den Einstellungen gewesen. Denn mein Rechner macht hier warm ohne Ende, der brütet da unten was aus. Liegt daran, weil das FPS-Cap bei 240 gelegen hat. Das kann man hier übrigens einstellen. Escape, Optionen. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit zu sagen, FPS-Limit, das war bei 240. Der hat quasi gebraten da unten. Außerdem habe ich ein paar Einstellungen hier bei den Video-Settings mal runtergedreht. Texturen und sowas ist mir wichtig, das habe ich auf Ultra gelassen. Aber Schatten habe ich mal auf Mittel gedreht. Und verschiedene Dinge, die jetzt auch nicht so wichtig sind, habe ich einfach mal ein bisschen... Oh, Post-Processing finde ich ganz gut. Aber ich habe so ein paar Sachen einfach mal runtergedreht, dass man sich hier nicht... das Ding ist bullenwarm, hier zieht die warme Luft durch. Ich habe meine Augen drehen. Sieht aus, wäre ich so emotional heute. Bin ich aber gar nicht. Und deshalb wisst ihr Bescheid. Dreht es runter, wenn es euch nervt, denn das muss ja nicht sein. So, es gibt immer noch böse Tiere, die sind da hinten. Was ein Zufall, bauen wir hier gerade einen Holzturm hin. Das heißt, wir können dem mal richtig eine reinbraten, wenn die jetzt hier dieses Tier angreifen. Das wollten wir auch mal studieren noch. Gucken wir mal, was daraus wird. Und dass der Jack Intelligenz 4 erreicht hat, finde ich super. Der Connor wird mal hier mein privater Typ. Ich sag hier klettern, das ist geil, es geht gut. Rechtsklicken, wird er direkt zum Klettern aufgefordert. Jetzt können die nicht mehr in den Arsch beißen. Und jetzt nehme ich den Jack und lock die an. Jack ist quasi der Lockvogel. Und Connor schießt sie ab. Bin gespannt, wie das läuft. Jack hat die Laserpistole. Jetzt heißt sie wieder Laila. Hier oben steht's. Seht ihr? Laila. Also, wir hatten alle recht. Wir hatten recht, als es darum ging, ob das hier irgendwie eine zwiegespaltene Geschichte ist. Ich kletter auch mal da hoch. Ich kletter auch da hoch. Er kommt hoch. Oh, oh, oh. Freund, du sollst da hochklettern. Er kann nicht hochklettern, weil er... Okay. Er kann nicht hochklettern, weil schon einer oben drauf ist. Sehr gut. Aber so macht es Sinn. Um nicht zu sagen, sogar Spaß. Denn da werden sie nicht gleich gebissen, ne? So ein kleines Vieh kommt und beißt dir ins Bein. Krack. Ja, vergiftet, tot, verwundet, Seuche, Säure, alles mögliche hat man auch immer. Ist natürlich blödi. So. Was ist mit dem Tier hier? Kann man das essen? Ach komm, wir holen noch ein paar. Wir holen noch ein paar Viecher bei. Guck mal, wo noch die anderen 8 Bösen sind. Ich glaube, der hat Angst vor denen. Deshalb, greift er die jetzt auch automatisch an? Ne, greift er nicht an, ne? Nein, macht er nicht. Er soll nur angreifen, wenn ich es auch will. Leder angreifen. Kleinen Dreckskäfer. Für mein Gefühl bräuchten wir einfach noch mehr Charaktere. Dass die hinten dran noch weiter bauen. Bauen. Und.
Okay. Vorbeigeschossen. Okay, schlachten. Nächsten bitte. Ich höre hier was. Ich höre was im Wald. Ich weiß aber nicht, was ich höre. Was so glock, glock, glock gemacht, als hätte jemand was geklopft. So, das wollte ich schlachten. Dann tue ich mal die Einberufung aufheben. Mal gucken, was er macht. Er geht schlafen. Oh, jetzt habe ich ein bisschen hintergeführt, dann geht er schlafen. Na gut. Das hier, die können wir ernten. Das Coole ist, das habe ich erst später herausgefunden, wenn ihr jetzt hier einen Bereich habt und ihr wollt diese Dinger ernten. Boah, nein, 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 Connor. Connor, stopp. Das geht so nicht. Du musst dich hier auf den Turm stellen. Und dann musst du kämpfen. Sei ein Mann auf dem Turm. Was ein Käfer. Schieß. Mach ihn fertig. Jack, hol mal auch raus. Jack, schnell. Oh, oh. Es werden immer mehr. Jetzt greifen die auch den Haus. Die greifen den Turm an, die greifen das Haus. Die greifen hier alles an. Hallo, nicht alles an Fingern. Darf man nicht. So. Die sind im Haus und fliehen. Was denn? Das ist doch Quatsch hier, oder? Leute. Also bitte. Ihr müsst doch im Haus nicht abhauen. So. Ich finde die Steuerung im Kampf auch übrigens sehr gut. Also sie ist ziemlich direkt. Und man hat das Gefühl... Studiert den mal bitte. Man hat das Gefühl, dass man im Kampf auch was machen kann. Es gibt Spiele, da geht es leider nicht so gut. Von daher in diesem Fall schöne Sache. So, also, was ich sagen wollte, ist folgendes. Hier unten die Befehle raussuchen. Dann will ich schneiden, dann will ich abbauen, dann will ich ernten, dann will ich das, dann will ich das. Nein, markiert doch einfach mal den Bereich hier. So. Da wird jetzt bei rauskommen. Gras schneiden. Raumschiffkapsel plündern. Hautborke ernten, Steine klopfen und so weiter. Achtung, ist das los? Und hier kommt hier neben mehrere Objekte. Was willst du machen? Die Lara einberufen? Nein. Den Raumschiff, die Raumschifftrümmer plündern? Nein. Leinenblüten ernten? Vielleicht. Breitblattbüsche schneiden? Hm. Große Bäume hacken? Hautborke ernten? Ja, die will ich ernten. Und dann kann ich weitergehen. Kann sagen, okay, ich möchte doch ganz gern die breitblättrige Pflanze oder den umgefallenen Baum schneiden. Ja, und den Felsbrocken auch noch abhacken. Jetzt habe ich mir quasi alles da rausgesucht aus diesem Gebiet. Und ich finde, das ist ein super Tipp. Also wirklich, ich denke, das ist eine geile Sache, weil das vereinfacht nochmal die Steuerung immens. Genauso wie ich jetzt sagen kann, ich markiere mal hier den ganzen Kack hier. So. Und jetzt möchte ich ganz gerne eigentlich alles nur schlachten, was zu schlachten ist. Geh ich da schnell durch. 60 mal Dünger. Okay. Wo haben wir denn den gefunden? So, also ich hätte ganz gerne alles, was jetzt hier zu schlachten ist, will ich ganz gerne schlachten. Der Rest interessiert mich in dem Wald nicht, aber ich möchte die Sachen rausholen, die für uns Ressourcen darstellen. Wichtige Ressourcen. So, da ist sonst nichts drin. Alles klar. So. Na, da wird hier alles, wenn sie alle geschlafen haben, alles repariert. Das machen sie automatisch. Und so weiter. So, ein bisschen schneller vorlaufen lassen. Was frisst das Tier hier? Ich habe Studieren angemacht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das will. Hat das jetzt mein Essen gefressen? Was können wir denn hier ernten? Düngen, Pflanzen, überleben, verbieten Pflanzen auf dem Feld anzupflanzen. Nein, Pflanzen dürfen die ernten. Nee, ich will das, ich will die Pflanze hier, ich will nicht das ganze Feld, ich habe das Feld gehabt. Die Pflanze ist ausgewachsen, Ertrag beim Schneiden 20 Heu. Okay, das können sie ernten, wenn es soweit ist, dürfen sie es ernten. Das machen sie auch automatisch, sehe ich gerade. Also in Feldern ist quasi, wenn hier das Ernten an ist in Feldern, dann wird quasi immer geerntet. Ja. Düngen können wir auch anmachen. Warum denn nicht? Naja, gut. So. 21 Dinger verrotten in Kürze. Dann würde ich doch sagen, pressen wir doch mal was von dem Kram. Extrahieren. Tierfette. Rohes Insektenfleisch. Und Stoff. Einmal.
20 Stück. Mach doch mal. Also einfach mal einmal. Los geht's. Gucken, was passiert. Da hinten wird wieder geerntet. Wir sind schon im Sommer. Ich habe dem Helmut seine Warnung immer noch im Kopf. Aber es gibt ja so viel zu tun, wie man sieht, dass ich nicht weiß, ob der Winter wirklich jetzt so ein Problem wird. Hier wird schön geschlachtet, das ist gut. Ja, perfekt. Gehen wir rüber und gucken nochmal, was die Forschung jetzt hier macht. Die sind gleich fertig, die zwei, die forschen natürlich parallel. Und auch da sehen wir wieder, immer noch heißt sie Laila. Ich bin schockiert. Ich habe mich echt hier oben gedacht, ich habe einen Vogel. Dass ich vielleicht das J und das L nicht richtig erkenne, weil ich nicht in der Schule war früher oder so. Aber nein, es ist so. So, erforscht Abriss von Raumschiff. Gut. Laila hat Kampf 3 erreicht. Wundert mich, dass sie das hat, weil sie hatte hier eigentlich jetzt nur geforscht, aber gut. Als nächstes sind die Stromnetze dran. Schlaftraining ist jetzt dran, dann kommen die Stromnetze dran. Das geht noch nicht. Tierzähmung brauche ich nicht. Also zumindest sehe ich da keinen Sinn drin. Die Räume verbessern mit Beton und so, das ist natürlich cool. Aber wir leben mit Stock und Stein hier. Nee. Synthetische Rüstung. Waffe schmieden. Lederrüstung, Armbrust. Armbrust, Anforderungen, Schmieden von Waffen erforschen, das ist oben drüber. Tierzähmung erforschen, das brauchen wir also dafür. Schmieden von Waffen, anfertigliche Geräte erforschen, CPU-Kerne suchen, produzieren, Energiezellen suchen, produzieren. Oh, okay. Gut. Also bleiben wir bei Stromnetzen, würde ich sagen. Und dann gehen wir auf... Tja. Was brauchen wir denn? Heustoff. Stoff müssen wir nachproduzieren. Und die Pflanzenrüstung, würde ich sagen. Dass wir besser angezogen sind. Absolut robust genug, um Baufenrüstung in Frage zu kommen. Wir brauchen lediglich Zeit, um es zu härten. Okay, ist es auch gegen Wärme und gegen Kälte? Weiß man nicht, ne? Ja, und dann sehen wir weiter. Gucken wir mal durch die... Wieso wird der Typ hier nicht erforscht? Wieso wird der hier nicht erforscht? Ich muss das Forschen und das Dings verändern. Seitdem ich das hier hochgesetzt habe, ist tatsächlich nur noch das eine dran, das eine Thema, und schon ist es blöd. Studieren ist genauso wichtig. Wir müssen uns ja fortbilden. Was baut hier ab? Ach, die Steine. Die Steine, die wir vorhin in Auftrag gegeben haben. Okay. So. Ihr seid ganz schön aufdringlich, muss ich sagen. Jetzt mache ich euch mal kalt. Nachher. Nachher mache ich euch kalt. Nicht jetzt. Wir gehen erstmal schlafen. Dann geht's auf die Mütze. Jack schläft. Okay. Connor schläft. Laila geht schlafen. Hungrig wie ein Wolf. Haben wir nichts zu essen mehr? Doch. Ich habe noch keinen hier backen sehen, wenn ich ehrlich bin. Für immer bis zwei da sind. Okay. Oh, Blitze, Donner und so weiter. Auf Lager, wart auf Materialien. Ja gut, wir brauchen halt eben diese Arme. Zutaten. Irgendwelches Fleisch. Ja, das funktioniert. Also es müsste eigentlich gehen. Die müssten da kochen. Vielleicht setzen wir eine Person als Forscherin ein. Da ist das Fenster, was übrigens jemand geschrieben hat. Mir hat jemand geschrieben in den Kommentaren, dass das im Fenster auch zu sehen ist, was sie können. Stärken. Intelligenz 3. Du bist die Forscherin ab sofort. Und die ist nicht so am Forschen. Und dann haben wir das ein bisschen, ja, entsperrt, entzerrt. Entsperrt. Wir haben es entsperrt. So. Verteidigung.
Zaun. Der Zaun wird was weghalten, vermute ich mal. Zauntür ist klar zum Durchgehen. Die Erschwerung, die meisten Tiere von ihrem Weg ablenkt. Gut. Das heißt, müssen wir dann, um was zu essen anpflanzen, müssen wir das drum machen. Anbau. Nutzpflanzen. Getreide, Grasfeld. Kleine, harte und trockene Samen, die zum Kochen oder zur Herstellung von Medikamenten, Ölen und anderen Produkten verwendet werden. Kein Fehlschlag am Ende. 5 Stück düngen. Wachstum für 12 Tage. Wächst langsam, gedeiht auf meisten Böden und bringt gute Ernte ein. Okay. Ja, die hat Nervenzusammenbruchrisiko. Ich sage euch warum. Weil sie ständig den Namen wechselt. Das ist der Grund. So. Das Ding bewegen wir mal hier weg. Steht mir im Weg. So. Wenn es weg ist. Na, was ist denn hier los? Hallo? Bewegt Zielscheibe. Ja, könnt ihr nicht kochen hier oder was? Was ist los? Treibstoff ist drin für 2 Tage. Scheinbar will keiner kochen. Wollen alle kochen? Pflanzen, abbauen, kochen, kochen. Tja. Der hat dann so viele andere Sachen, die er lieber macht. Er ist dem Tier hinterweg. Hinterweg, ja. Hinterwegs. Er ist hinterwegs dem Tier hinterher. Er hinterwegt sich. Gut, dass es sich nicht wehrt. Wenn es sich wehren würde, wären wir schon längst tot. Oh, jetzt kommt's. Oh, scheiße. Ja, es gibt also einen Punkt. Wie witzig, dass ich das gerade gesagt habe. Vielleicht kannst du meine Sprache abhören. Alter, jetzt rennt er weg. Ich habe Verstärkung geholt, mein Freund. Vielleicht tut ihn das ermutigen. Also das Tier hat eine Zeit lang nichts gemacht. Aber dann auf einmal war es ihm zu viel. Und dann gab es auf die Mütze. Na, endlich. So, bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Schlachtet Flachkopftier. Da wir es noch nicht erforscht haben. Wir bringen ja eh alles um, bevor wir es erforschen. Was hat er für ein Problem? Prellung, gebrochene Rippe, gebrochene Knochen. Zirrhose leicht, Leber. Ja, gut. Leber, Zirrhose. Tja. Irgendwann müssen wir alle mal gehen, ne? So, er schlachtet immer noch. Ich bin gespannt, was rauskommt, wie viel er hat. Mache das auch hier weitmannsgerecht, wie es heißt. Er schneidet ein bisschen nebendran. 59 Fleisch. Jetzt heilt er auch noch Jack. Vielleicht sind sie dann wieder dicke Freunde. Okay, wer holt das Fleisch? Habt ihr das Geräusch gehört? Ich habe extra die Klingel, wenn die Zeit rum ist, umgestellt. Ich mache nochmal 10 Minuten drauf, weil bis jetzt ja noch nicht so viel passiert. Die haben zwar viel erzählt, ich habe viel gelabert und warten auf Behandlung. Ich dachte, er hat eine Maske an. Eine FFP2-Maske oder so im Gesicht. Hätte ich ja laut geschrien. Knochen behandelt. Okay. Blutet nicht lebensbedrohlich. Ja, leichte Schmerzen. Okay. Scheinbar. Scheinbar ist er geheilt worden. Cool. Erforscht Abrissraumschiff. Ja, das ist auch was, was vielleicht Sinn macht, wenn wir das mal angehen. A, haben wir Platz. Und B, kommt vielleicht was Gutes bei raus. Was passiert, wenn wir dieses Raumschiff abreißen? Ich weiß es noch nicht. Wir werden es gleich wissen. Keiner da zum Abreißen, gell? Hallo?
Hallo, alle schlafen? Studiert fliegendes Insekt. Jetzt gehen sie los zum Studieren. Mhm. Und, was ist es für eins? Er geht wenigstens nicht so nah ran. Eine Brummfliege. Neue Entdeckung. Trotz seines bedrohlichen Aussehens scheint dieses große fliegende Insekt friedlich und schreckhaft zu sein. Ich habe beschlossen, es auf den Namen Kolibrifliege zu taufen. Ist das eine Brummfliege oder ist das eine Kolibrifliege? Es ist jedoch erwähnenswert, dass es in seltenen Fällen, in denen es wütend wird, aus der Ferne angreift und über Hindernisse fliegen kann. Okay. Also es kann etwas, aber in der Regel ist es lieb. Gut, wir lassen es jetzt mal auch in Ruhe. Wir sehen auch hier, was es bringt. Gerade sehe ich. Da sehen wir, dass es das bringt. 8 von 8 Fleisch. Was bringt denn der hier? Weil wir noch nicht studiert haben, können wir nicht wissen, was er bringt. Deswegen wusste ich nicht, was der Flachkopf-Typ bringt. Der hat ja 59 Fleisch gebracht. Apropos 59 Fleisch. Liegen die etwa noch da hinten im Dreck? Ich will es ja nicht hoffen, gell? Ich will es ja nicht hoffen. Das rote Fleisch. Wo ist das rote Fleisch? Ist das hier auf dem Dings jetzt drauf? Hat das dazu gehängt? Ja, da ist es. Alles klar. Puh. Wandelt rotes Fleisch in getrocknetes Fleisch um und Tierhäute in Leder. Okay. Haben wir denn schon mal das Fleisch dahin gebracht bekommen? 35 Notrationen. Haltbarkeit. Nee. Ich habe hier noch keinen Kochen gesehen. Auf Lager. Ja gut, dann machen wir ein bisschen mehr Fleischsuppe. Brauchen wir nur einen Auftrag zu nehmen. 4-mal Fleischsuppe. Schmackhafte Rezepte. Okay, da brauchen wir Öl. Öl und Fette. Aber vielleicht sind sie dann besser drauf. Koch mal, bis eins da ist. So, okay. Und hier machen wir jetzt mal Fett. Fette. In der Presse. Insektenfleisch. Menge einer Mahlzeit 5. Einmal gibt 10. Okay, gut. Dann brauchen wir den Schneidertisch, würde ich sagen. Denn der Schneidertisch... Jetzt geht's los. Der Schneidertisch kann ja Stoff machen. Wie viel Stoff haben wir denn? Stoff. Heu. Altmetall, Stoff. Also gut, wir haben ja noch Stoff. Krass, die Unterrubriken nochmal. Ne? Rohstoffe, Hautborke und da Stoff. Alles klar, sie haben genug Stoff. Die müssten eigentlich diese Presse bedienen. Warte auf Material. 10 auf Lager. Ja, und wie viel haben wir denn davon? Wir haben 10, der hat schon gemacht. Dann machen wir noch mehr. Ich will mal sehen, wie das geht. Nicht genug Ressourcen, das heißt, wir haben keine, nicht mehr genug Insektenbeine. Okay, gut. Dann ist das in Ordnung. Das Getingeln hier, das ist der Jack. Der Jack baut das gesamte Raumschiff ab. Dein Nahrungsvorrat wird nur für 4 Tage reichen. Okay. Muss ich jetzt nervös werden? Was kann ich denn noch kochen hier mit was? Schnelle Rezepte. Haferbrei. Aus Getreide. Gemüsesuppe. Aus Gemüse. Fleischsuppe. Ich vermute mal, aus Fleisch. Gekochte Notrationen. Zutaten. Notrationen. Gekochte Notrationen. Zufriedenheitserfährung. Die können wir auch kochen. Machen wir immer eine, die wir kochen. Ist ja besser, wie wenn sie nur die Notration pur essen. Und dann müssen wir sehen, dass wir hier tatsächlich jetzt den Arsch rumkriegen. Und vielleicht mal was zu essen. Ach, was zu essen. Erforschen wäre vielleicht gut. Hey. Wir erforschen jetzt was nach Essen aussieht. Irgendwie sowas wie Beeren oder so. Also nicht... Interessanter Felsen, ja, das wird Eisen sein.
Ich meine jetzt nicht Beeren, die im Wald leben, sondern ich meine die kleinen Früchte. Hier Schlund, das sind die kleinen Dicken. Schlauchpflanze, das sieht nicht aus, als könnte man die essen. Hier ist Ende. Hier sind nochmal Trümmerteile. Ich suche eine Art Beere. Erdbeere. Was ist das? Breitblättrige Pflanze. Orangener Pilz. Orange Pilz. Den studieren wir mal. Was will eigentlich daheim? Wir uns verlaufen. Sind auch die Pilze hier? Ja. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Aha. Nestsystem. Unbekannte Formation. Genaue Untersuchung erforderlich. Das sind scheinbar böse Viecher. Insekten mit stacheligem Schwanz. Kein Kommentar. Es wäre zu einfach. Aha. 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 Kürbisartige Pflanze. Studieren. In jedem Fall die kürbisartige Pflanze studieren. Denn das wird unser Dings werden. Das wird's werden. Das Studieren muss ich jetzt mal hier ganz, ganz hoch pushen. Wir müssen uns ja irgendwie über Wasser halten. Wenn wir kein Essen mehr haben in 4 Tagen, dann verhungern wir einfach nur. Und ich dachte, die Notrationen halten ewig, aber das tun sie nicht. Weil wir haben ja 4 Fresser und die essen ja morgens und abends oder so, oder 2-mal oder 3-mal sogar. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Gut, ich suche mal, wo ich zu Hause bin. Da. Geht spazieren. Verwalten. Ich gehe mal nach Hause. Ah, hier. Ja, wir sind zu Hause. Vielleicht gibt es hier auch noch diese komischen Beeren. Das waren ja keine Beeren, das waren ja Kürbisse. Kürbisse. Und ich weiß auch nicht, ob nicht in den Raumschiffen auch noch Notrationen drin sind. Das ist die Siliziumblattpflanze. Das sind eigentlich die Infektionen der Arme, ja. Tolle Information, seine Infektion. Denn das bringt mir leider gar nichts. Hier ist auch nichts, gell? Nee. Okay, also. Wir müssen uns in jedem Fall jetzt in den nächsten Folgen mit der Thematik essbarer Pflanzen auseinandersetzen. Früchte. Obst, Gemüse. Geringer Nahrungsvorrat. Ja, ich sehe es doch. Denn wir kacken es uns ab. Es ist noch nicht mal Winter, es ist Sommer. Helmut, der Sommer naht und wir haben kein Essen mehr. Also, ich weiß ja nicht. So, geht spazieren. Das geht spazieren nervt mich ein bisschen. Aktivitäten. Nein. Geht spazieren. Oh. Das war ein komisches Geräusch. Ich glaube, das war der neue Timer. Das muss ich aber ändern. Das hört sich ja merkwürdig an. Das soll eigentlich ein Luftballon sein, der seine Luft verliert. Aber na gut. Das ist ja nett. Das ist ja auch nett. Naja, egal. So. Okay. Oh. Lehrte Lara eine Kampffertigkeit. Das ist gut. Das ist gut, dass er es weitergibt. Ja, okay, also, ihr seht, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich brauche was zu essen. Wir brauchen mehr zu essen. Wir müssen mehr Essen sammeln. Wir gucken mal, ob wir hier noch vielleicht Essen rausplündern können. Das lassen wir auch mal nebenbei laufen. Und machen mal hier die Zeitpläne ein bisschen mehr auf Arbeit. Denn wenn wir tot sind, sind wir tot. Und das ist ja auch nicht gut. Hier kann alles gemacht werden.
Wir sind ja nicht bei der Wohlfahrt, ne? Wir müssen ja hier ein bisschen was machen. So, okay, also essen können sie alle, ne? Essen ist kein Problem, das merke ich gerade. Und dann sagen wir mal, dass ihr hier erforschen, studieren, der Jack. Ja, geh raus und erforsch das Zeug. Scherzt mit Connor über sein Gewichtsproblem. Hat der, haben die jetzt echt ihren Streit beiseite gelegt und sind jetzt hier gut? Gute Laune, kein Risiko eines Nervenzusammenbruchs. Hey! Auch er hat eine gute Laune. Also ich glaube, die Betten und so weiter haben ganz schön was gebracht. Okay, also wir sind schon bei 45 Minuten wieder. Wir sind dran, wir brauchen Essen, das habe ich jetzt verstanden. Wir studieren die orangenen Pilze. Dass sie die noch raucht, nachher da hinten allein in der Ecke, der Jack. Und danach studieren wir diese komische Kürbispflanze und dann pflanzen wir die hier an, dann machen wir hier Kürbisbrei und dann wird es schon laufen. Ihr werdet sehen, wie wir jämmerlich verrecken, sehr wahrscheinlich, aber auch das erst in den kommenden Folgen. Und zwar haben wir noch Essen für 4 Tage. Bis zur nächsten Folge, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.